Jo Leute, willkommen nicht zu RT. Ich wollte nur schauen, ob ich immer noch Guardian bin. Kann die fucking Season nicht gerade enden, hey. Das Ding ist nämlich, ja, irgendwann, wenn man nicht halt spielt, droppt man halt leider. Na gut. Guild War gegen Mother Swish. Voll scheiße, ey. Ich habe irgendwie noch so drei Guild Wars über von irgendwie die letzten paar Tage oder so. Ich glaube sogar irgendwie von voriger Woche waren zwei oder so. Richtig gute Guild Wars eigentlich. Coole Teams und alles und und halt, ja. Aber weil ja irgendwann bei meinem OBS irgendwie das Mikro irgendwie verkackt hat, warum auch immer, sind von den drei Guild Wars zwei ohne Ton. Also, für den Arsch. So, was haben wir da? Machen wir den da gleich, ne? Oberpaladin, Dark Paladin und Yone-Hong. Okay, oben, einmal Mirran. Irgendwie, die habe ich auch schon ewig nicht mehr benutzt. Irgendwie überlege ich fast schon, ja, so ein Set zu strippen. Er ist eigentlich voll übertrieben. Finde ich seine Stats dafür, dass ich ihn wirklich so gut wie nie benutze. Aber, was haben wir da eigentlich? Okay. Und unten, das Team habe ich auch schon ewig nicht mehr benutzt. Hey. Mal schauen. Irgendwie. AOE Defense Break mit Lure gegen Resistance Lead von Sean. So. Gut. Stun. Können wir nicht Defense Breaken? Jo, wir können. Und Harmonia glänzt nicht. So, wir machen. Ja, wir machen dasselbe. Und dann poppen wir ein Duo. Proc nicht. Okay. Ja, komm, lass mit dir den zweiten machen. 40k Damage. Und ja. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis die ganzen Buffs weg sind. Defense Buff ist so OP, habe ich irgendwie das Gefühl. Ne, chillen. So, lass dich halt killen, oder? Oh shit. So, kill. Stun. Nice. Nein. Okay, aber wir haben noch ein Duo. Okay, Harmonia. Komm. Sag mir nicht, dass der. Oh, wir haben jetzt Soul Protect wieder. Nice. Damit ist es der Kack-Druid mich jetzt killt. Okay. Wow. Na gut, dann nehmen wir wieder auf Theo. Reicht sogar. Okay. Langweilt mich irgendwie jetzt schon, wie lange es dauert. Autsch. Proc, nice, kill, nice. Okay. Yo, what the fuck, hier? Aber nice, wie man Theo immer dir in Defense Break landet. Stolz auf dich. Bastard. Stun. Okay, komm, Damage. Kein Bock, dass der irgendwie wieder revived. Stun. Okay, wir reviven jetzt aber. Er hat noch sein Overpowered ist passiv. So, einmal kill. Okay, hat er doch nicht. Haben wir ihn schon gekillt? Muss wohl, ja. Na gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gescheißen. Ich meine, okay, an das habe ich jetzt wieder nicht gedacht, aber. Ach Gott. Ja, benutzt du jetzt? Nein, oder? War eh klar, dass du proxst. War eh klar, dass du mich stunnen musst, hey. Oh Mann. Ja, war eh klar, dass ihr mich jetzt alle killt, hey. Fuck you, hey, lächerlich.
Okay, der nächste hier ist ein Mio-Kollege Double Bomber Triana. Unten hat er Sylvia Lauren Theo. Jo, Second Awakened Chultan auf Triple Will. Ne? Sollte aber gar nicht so übel sein eigentlich, also weil Lauren das Ding eben fokust. Ne? Mal schauen. Okay. Damage of Kaemon. Dass Kaemon das Shield bekommt. Verkackt nicht. Okay, Blution. Verkackt nicht. Okay. So. Oh, das hätte ich vielleicht gar nicht machen sollen. Wobei, ich glaube, es ist eher egal. Wir machen Damage of Orion. Okay, Orion bekommt gerade das Shield. Mio stirbt. Okay, Orion. Ja, ich sollte Ryan einfach killen, weil ich glaube nicht, dass die Bombe reicht, aber ich mach's trotzdem nicht. So, und ich mach Damage mit Malaka auf Kaemon. Na gut, war trotzdem cool. Okay. Defense Break ist auf Chultern oben, das heißt, proc nicht Theo. Okay, danke. So, wir gehen natürlich auf Theo, weil das der Damage Dealer ist. Wir freezen mit Verrat. Okay, wir lassen aber Lauren wieder für den Schluss. Falls das möglich ist. Komm, Pew und Proc. Ah, schade. So, wir killen Theo. Wir freezen nicht. Komm, Pew. Oh, crittet doch, ja? Was ist da los? Na gut. Crittet einfach nicht. Kein Bock, sich selbst zum Umbringen. Na gut. Jo, war eigentlich recht. Ich meine, ist ein gutes Team einfach, ne? Mit hier Chultern. Und sobald einmal Verrat drankommt, GG. Okay, und der letzte Kollege hier. Oben Mirrorman mit Winter Panda Velachu Mihail und unten ein bisschen Spaß hier mit Lauren. Rogue und Fran. Ich meine, Rogue ist halt, ja. Er wird schon umfallen, wenn ihr den Theo nur kurz mal anschaut. Aber vielleicht haben wir ja Glück und Theo kommt nicht dran. So, soll ich hier eigentlich Auto drücken? Drücken wir mal Auto, ha. Falls es irgendwie zu lang dauert, dann. Machen wir irgendwas dagegen. Na, da kommen wir jetzt. Das dauert dann sicher zu lang. Es dauert jetzt schon zu lang, weil wir erstmal warten müssen, bis die Immunity unten haben. So, gehen wir mal auf dich irgendwie. Strip, okay. Defense Break, dann könnte man dich nuken, aber prockt leider nicht. Noch eine Chance, okay. Dann würde ich sagen, wir resetten Velachul. Und mein Velachul, erstes sollte reichen. Jupp. Defense Break of Vella. Kein Defense Break of Vella. Warum auch? Ja. Fuck you. So, Revenge Defense Break. Okay. Oh. Na gut. Dann nuke man halt nicht. Aber ich glaube, wir sollten einfach den zweiten Skill usen, ist doch eh schon. Egal. So, Defense Buff. Das Team ist übelst gut in der Offense, also. Selten, dass das Team irgendwie verliert. Allein schon wegen Mihail, also. 3 Runden Defense Buff und 3 Runden Cooldown, ne? So, Strip. Defense Break. Reset. Proc jetzt nicht. Haben wir Nuke mit Velachul? Egal. Panda killt halt wieder alles. Okay, wir reducen natürlich Theo. Harmonia wird trotzdem gleich healen. Oh, tut sie nicht. Na gut. Ja, dann Team Up auf Theo. Okay.
Ich könnte natürlich jetzt versuchen zu strippen und zu killen. Aber ich glaube, ich fokus einfach. Na, wir machen es halt. Na gut, aber wir killen dich. Okay, nice. Das, jetzt hat hier Harmonia zweiten Skill raus. Okay, und alles sind wieder voll. Dann eben auf ein neues. Wieder auf Theo, ne? Defense Break und Speed. Debuff haben wir. Chill. Wir haben wieder hier dritten Skill wegen Team Up. So. Attack Break. Rogue. Tours. Nice. Können wir dich. So, reduce. So. Proc nicht. Okay. So, kill, dann kriegen wir einen extra Turn. Team up. Und eine Enttäuschung. Aber was soll's. Ich baue übrigens gerade einen zweiten Rogue hier. Ohne Scheiß. Na gut, Freunde. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.